Ja, hallo und willkommen zum neuen Video. Die IWA 2018 in Nürnberg. Ich war für euch 2,5 Tage auf der Messe unterwegs, habe viele alte Bekannte wieder getroffen, viele neue Leute kennengelernt, gute Connections gemacht, jede Menge Gear gesehen, sei es Messer natürlich, Taschenlampen, Gadgets, Rucksäcke, Bekleidung, was es sonst noch alles gibt. Ja, viele neue Inputs bekommen und bin jetzt gerade das Material am Sichten. Ist ziemlich viel geworden und für euch geht es jetzt los mit den ersten Messereindrücken. Da geht es rein um Messer und vielleicht noch ein paar kleine Titan-Gadgets. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Kaiser ist nochmal vertreten mit einer Submarke, Tangram, aber von Kaiser gefertigt. Hier das Orion, ein sehr schöner Slicer, sehr dünn ausgeschliffen. Schöner Griff. Dann haben wir hier das kleine, das Amarillo. Auch ein Flipper. Ich habe relativ kleine Hände, würde ich sagen, Handschuhgröße 8. Und das wird bei mir hier schon zu einem 3-Finger-Messer.
Schöne Action. Läuft sehr sauber. Dann haben wir hier das Vector. Aluminiumgriffschalen, wirklich toll gefräst. Hier sieht man, dass Kaiser das macht. Hier gibt es keine scharfe Kante. Das Ganze mit einem Buttonlock. Dann haben wir hier das 10 Gramm des Rumble. Das ist schon ein ausgewachsener Folder, aber recht dünne Klinge. Schöner Flipper und eine geile Klinge. Volle Flipping Action. Ja, am Stand von Switzer gibt es auch eine Neuheit, und zwar dass hier eine Lupe und eine Zeckenzange dran. Das ist mal richtig genial, richtig gute Erweiterung fürs Taschenmesser, für Outdoors. Ansonsten alle Tools wie üblich dran, Messer, Aale, Dosenöffner, Kapselheber. Mit der Zeckenzange ist das echt genial. Natürlich auch in anderen Farbvarianten. So, hier am Stand von DMT mit Schmiedeglut, der Nandka ist da, mit den Saki-Messern, Saki-Survival-Messer und das Saki-Neckknife neu im Angebot. Genau, richtig. Mit den austauschbaren Griffschalen. Das ist das altbekannte Saki-Survival-Messer. Ich hatte es tatsächlich auch nicht in der Hand. Und da das neue Neckknife. Sehr schick. 2,5 Fingermesser. Ja, genau. Der Ringfinger liegt sich hinten dran. Liegt damit aber gut in der Hand. Oder aber auch ein bisschen was zu schneiden. Also wir haben jetzt mal bei uns im Online-Shop, aber ich bin hier am Stand von DMT bei mir. Hier darf man alles DMT. Die gucken dann. Wie ist es gerade gedacht? Ja, DMT ist immer da. Ich bin noch am Stand von DMT und da gibt es wirklich ein cooles Gadget, eigentlich perfekt für uns unterwegs. Und zwar ist das so ein klappbarer Messerschärfer. Ja, richtig cool. Gibt es hier in den verschiedenen Varianten zu kaufen. Ja, schön. Und 15 Euro finde ich echt in Ordnung für einen Diamantschärfer, den man unterwegs nutzen kann. Und wenn er dann dreckig ist, einklappen in den Rucksack und ja. Der ganze Schleifstaub bleibt hier drauf und nichts im Rucksack wird versaut. Tolle Sache. Ja, irgendwie sowas oder was man nicht aus. Ja, schön. Oder ein Ausschnitt. Das ist aber reingefräst. Ja, auch Joker hier vertreten. Hier das Canadiense. Das Campero. Das Nordico. Das Trampero, dem Lynx, alles wirklich sehr, sehr schöne Modelle, top verarbeitet und auch die Lederscheiben sind richtig schön. Ja, ich bin jetzt hier am Stand von Sandrin und das sind Klingen aus Tungsten. Mit einer Härte von 71 HC Rockwell. Sie wissen nicht genau, wie lange es scharf hält, weil ist noch nicht stumpf geworden. Ja. Lebenslange Garantie. Preis liegt bei 250 Euro. 38 Gramm Gewicht. Sehr schön. 42A konform, zweihändige Öffnung. Klaus, wäre was für dich, oder? Ja, das Urban Trapper gibt es auch in der Tanto-Variante. Schöne Klinge. Verschiedene Anschliffen.
Und Nora ist diesmal mit ein paar neuen Farben am Start. Passt gut in die Gartenserie. Gardena ist aber eine erste Assoziation gewesen. Aber verliert man definitiv auch nicht im Wald. Garberg gibt es in diesem Jahr ab April in der neuen Version. Jetzt mit einem Carbonstahl, schwarzer Beschichtung. In Zusammenarbeit mit Dave Canterbury wieder entstanden. Und dazu wie gewohnt das Multi-Mount-System mit der Kunststoffscheide und auch die Lederscheide dazu. Aber so ein Schwarz macht doch noch mal richtig gut was her. Aller guten Dinge sind drei, auch das Mora Eltris gibt es in einer neuen Farbvariante, hier in so einem violett Flieder, hier was dann für die Damen auch als Gartenmesser gut zu gebrauchen, umzuschneiden. Schöne Variante, limitierte Edition. Ja, am Stand von Zero Tolerance gibt es drei Neuheiten. Einmal das Modell 393 Hinderer Design. Wir haben hier einen Titangriff mit G10 Auflage. Und insbesondere an die ganze Hardware hier kann durch Hinderer Hardware ersetzt werden. Aktuell ist keine Hinderer Hardware verbaut, aber die ganze Custom Hinderer Hardware kann hier verbaut werden. Schönes Modell. Dann haben wir hier den großen Bruder vom Zero 460, also 0460, das ist 0462. Ist ein ganz ausgewachsener Folder mit einer wirklich schönen Presentation-Seite. Das wird auch den Stefan 1.3.3.2.1 freuen. Das Zero Tolerance Logo, jetzt kann man es hier leider nicht erkennen, doch jetzt erkennt man es, ist hier in den Griff reingefräst, da sieht man es noch. Und auch die Titan-Griffschalen sind wunderbar ausgefräst. Rotes Carbon Fiber, das alte hat dann ein braunes Carbon Fiber. Und auf der anderen Seite die Schraube zum Anziehen. Und als letztes haben wir hier das 0609, ein RJ Martin Design. Eine STP, eine See-Through Pivot, also eine Schraube, durch die man durchschauen kann. Denkt man sich, das wird hier wieder eine besondere Hardware verbaut, die man nicht warten kann. Aber für läppische 20 Euro gibt es hier ein Tool extra. Magnetisch. Eine Seite auf eins auf die linke Seite an, das andere auf die rechte Seite und so kann man das Messer problemlos auseinanderbauen und nachstellen. Wirklich eine schöne Lösung für einen Top-Preis, muss man echt sagen. Tolles Messer. Ja, bei WeKnife gibt es wie jedes Jahr auch viele Neuheiten. Die gehen jetzt immer mehr dazu über, auch mit anderen Messermachern zusammenzuarbeiten. Hier oben haben wir ein Güdi van Poppel Design, das jetzt umgesetzt wird. Ja, immer wieder extravagante Modelle. Und natürlich in der gewohnt guten WeKnife-Qualität. Das Felgenheben in der Vereins, ich kann es bisher nur in der normalen Variante mit dem VG10 Stahl. Hier gibt es noch eine Variante mit einem 3G Stahl. Auch sehr cool. Dann das Ganze nochmal hier in einer schwarzen Variante und sogar nochmal schwarze Variante mit einem weißen Kunststoff. Total unbekannt, gibt es seit 2 Jahren, aber ich habe sie noch nirgends gesehen. Young Ma Design. What's the name? Hawk. Hawk. Schönes traditionelles Taschenmesser. Todd Beck Design Clip. Einmal frei, sehr schön. Und hier machen wir die Volltitan-Variante. Sehr schöne Pivot Screw.